Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu der Hobbit mit mir, dem Ingo Viva. Und wir sind hier stehen geblieben am Grabmal des Hexenkönigs, der Bitch. Okay, was sollen wir denn machen? Ah, nice one. Okay, wir dürfen durchlaufen. Oh, 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 irgendwas ist doch hier. Verstehe ich nicht. Boah, wie müssen wir denn jetzt herlaufen? Der Weg wird kein leichter sein. Ah, das Lämpchen. Oh, machen wir mal Feuer. Mal kicken. Sehr nice. Okay. Dann gibt es auch noch mehr Lampen, die wir noch hier erzünden müssen. Okay, aber da wollen wir jetzt noch nicht hergehen. Ich will erstmal kurz nochmal hier gucken. Bei den anderen. Easy. Denn ich bin Crow, das Genie. Wieder Flow, wieder wie. Nice. Was hat das denn zu bedeuten? Okay. Ne Shoot. So. Okay, da war jetzt nichts Blaues mehr. Also gehen wir wieder da entlang. Und gehen jetzt aber nach oben. Da ist noch ein Lichtchen irgendwo. Irgendwo muss noch ein Lichtchen sein. Gehen wir da mal lang. Jo, 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 jo. Da ist es. Da ist das Licht. Nice one. Ab in die Hölle. Und hier ist der, hier soll er sein. Hier, hier, so, ja. Blaue Flammen finde ich immer geil. Ach so. Natürlich. Guck, da sind die neuen Ringgeister. Da oben auf dem Schild. Hier. Da sind sie. Und der vorderste ist halt der Hexenkönig. Mal ganz easy hier reingehen. Oh, ein Rätsel. Ich liebe doch immer die Rätsel. Einmal aber kurz mal helfen. Der Fledermaus oder was das auch immer ist. Keine Ahnung, dem großen, zu großen Vogel. Mal gucken, was er jetzt macht. Ah, nice. Okay. So. Jetzt muss ich das nach und nach, warte. Ist das jetzt richtig? Okay. So ein kleines Rätsel ist mal nicht, ist nicht schlecht. Nein. Scheiße. Warte. Scheiße. Ich weiß, ja. So. So, und da oben das letzte Mal. Open the door, please. Oh, es geht natürlich weiter. Oh, was ist das denn? Da gucke ich mal ganz kurz. Aber... Ne. Geht nicht. Also geht's doch noch weiter. Oh. Mehr Rätsel. Sehr schön. Ich bin ja so ein Rätselfreak, ja. Ich stehe ja voll da drauf.
Mit mir könnt ihr ja Rätsel sozusagen stehlen. Bin so rätselhaft lastig. Mal kurz gucken, was da passiert. Okay. Hä? Warum müssen wir das jetzt... Ah, warte mal. Ah, ich weiß. So. So. Nice. Das sieht schon richtig nice aus. Und jetzt müssen wir noch die andere Hälfte noch öffnen. Da oben. Aber wie kommen wir da denn da oben? Da, da, da. Ja, wie kommen wir denn da oben? Da, da, da. Das ist natürlich jetzt die Frage. Hä? Wie sollen wir denn da dran kommen? Bestimmt irgendwas hier bauen. Jetzt können wir was bauen. Eine Leiter natürlich. Cool. Hamba, 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 hamba. Oh, oh. Da ist großer Wind. Wer will es mich jetzt weg? Oh, es geht aber noch. Guck. Okay. Wir müssen genau gucken. Lauf! Radagast! Du fall bloß nicht runter, mein lieber Freund. Was? Ging doch jetzt gerade die ganze Zeit nicht, ihr Kleinen. Hä? Okay. Na gut, ich wollte eh schon sagen. Ich denke so, hä, das müsste doch gehen. Also, jetzt einmal kurz das Schloss aufmachen. Nee. Doch. Achso, ich muss mit. Ich wollte gerade schon sagen. Und weiter geht's. Puh, da haben wir mal Glück gehabt. Oh oh, okay, drüber springen. Und da muss es sein. Ah ne, wir müssen jetzt wieder dranhängen an das, an die Ketten. Jetzt müssen wir das blaue Feuer öffnen, anmachen. Begraben. Er wäre nur bekannt als ein Diener des Bösen. Einer Schar. Einer von neun. Und er ist ausgebrochen. Das Grab ist leer. Überhaupt nicht gut gewesen, ne? Den Beweis finden. Level abgeschlossen. Freispiel freigeschaltet. Überspringen. Immer überspringen. Überspringen ist sehr gut.
Und wir kriegen wieder bumm, ganz viele Ereignisse, die wir aber erst ganz zum Schluss des Spiels natürlich machen können. Weil das Spiel ja, so ist. Das Schwert, das Radagast gefunden und dem Weißen Rat präsentiert hat, war tatsächlich eine Morgul-Klinge, was die Störung der Gräber der Neuen bestätigt hat. Gandalf und Radagast müssen zur verlassenen Festung von Dol Guldur, wo die Klinge gefunden wurde, um ihr Geheimnis zu entschlüsseln. Okay. Was ist das denn jetzt? What? Ich muss mal kurz auf die Karte gucken, weil bevor ich da weitergehe, nicht, dass hier irgendwas Schlimmes ist. Okay, geht's nur da lang. Okay, wir müssen aber woanders her. Wir müssen hier irgendwo lang. Wo genau, weiß ich jetzt gar nicht. Wir folgen einfach mal hier dem blauen Steinen. Also den unsichtbaren Stein, eher gesagt. Oh, das ist hier alles böse. Da kann ich nichts machen. Tut mir leid. Ach so, wir müssen nach Dol Guldur. Da ist noch der Adler. Aber ich glaube, der kann uns ja sowieso nirgendwo hinbringen. Das ist das Problem. Sonst würde ich ja sagen, komm, wir fliegen irgendwo nochmal hin. Mal gucken mal ganz kurz. Einmal gucken wir ganz kurz. Was ist denn noch hier so, was man sich angucken könnte? Wo gibt es denn noch Figuren, die man kaufen könnte? Aber hier ist nichts. Das ist echt scheiße, ey. Hier sind welche. Guldur, da wären wir jetzt. Da möchte ich ja gerne hin, aber hier ist kein Adler. Und hinlaufen, wenn es so dunkel ist, kann ich ja sowieso noch nicht, glaube ich. Auch wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich fliege bis hier hin und dann laufe ich dann irgendwie. Aber hier ist ein Berg dazwischen, also muss ich erst da ganz rumlaufen und dann hier hin und so. Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich an dem Typen drankomme. Das ist auf jeden Fall meine nächste Aufgabe. Guck, da ist auch noch ein Waldläufer oder irgendwie sowas. Und, ach guck mal, wie weit wir unten sind. Hier ist Dol Guldur. Ach so. Oh, guck mal, jetzt haben wir ja... Das ist ja nice gemacht. Okay, guck mal, jetzt sehen wir alles hier. Arnor, Eriador, Hobbiton, Bre, Rivendell. Wenn Bre ist, dann müsste hier unten dann hier irgendwo Moria sein. Genau, hier unten irgendwo. Hier unten. Aber dann kann doch hier Bruchtal nicht sein. Weil Bruchtal war... Wo war Bruchtal nochmal? Rivendell? Keine Ahnung. Escaroth ist hier die Seestadt. Und dann kommt hier oben noch. Ja. Da können wir irgendwie eine Person kaufen. Oder mehrere, aber da kommt man auch nicht hin. Das ist das Blöde. Da müsste ich, glaube ich, durch den Tunnel gehen. Dann gehe ich dann da durch. Ja. Alles nicht so einfach. Muss man echt gucken. Mal schauen. Da ist er. Guck, da ist er. Dol Guldur. Das soll auch irgendwie mal eine alte Burg gewesen sein. Ich weiß aber nicht, ob das von Elben oder von Bösen. Das weiß ich natürlich nicht. Ich würde aber sagen, machen wir erstmal noch eine Aufnahme. Pause. Ja, und dann sehen wir uns morgen Abend wieder. 18 Uhr mit der Hobbit Lego. Mit mir, dem Ingo Viva. Und dann gehen wir nach Dol Guldur. Und mal schauen, was uns da so erwartet. Ja, ich bin einfach mal gespannt. Ja, bis morgen Abend. Tschüss.